Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe hier heute ein Set, das heißt I Love Shoes, so styly. Damit kann man sich eigene Dekoschuhe herstellen, also eine eigene Schuhkollektion eigentlich machen. Und dabei sind 5 Dekoschuhe und 470 Steckteile. Damit hat man also unbegrenzte Möglichkeiten, um sich seinen eigenen Lieblingsschuh selber herzustellen. Man sieht es auch schon, hier sind so Ketten mit dran oder kleine Sterne. Also ja, viele, viele Möglichkeiten. Die Schuhe werden so 11,8 cm groß. Das heißt, die können wir nicht anziehen, sondern die sind wirklich nur zur Dekoration da. Und dabei ist auch ein Schuhregal. Das kann man sich selber da noch aufbauen und da die Schuhe rein dekorieren. Ich finde, das klingt ziemlich cool, weil ich mag auch sehr gerne Schuhe. I love shoes. Und ja, eigene Schuhe designen, eigene Schuhe gestalten, das stelle ich mir sehr, sehr cool vor. Das Ganze ist von Ravensburger, geeignet für Kinder ab 8 Jahren. Und wir werden das Ganze mal, bevor ich es auspacke, einmal umdrehen und schauen, was da so auf der Rückseite noch zu sehen ist. Also mit I Love Shoes, hier oben steht etwas, entwerfen Mädchen ihre eigene Deko-Schuhkollektion. Coole High Heels von Pumps bis Sandaletten, einfach den Schuh zusammenstecken und mit vielfältigen Materialien verzieren. Das dekorative Schuhregal sorgt für einen glamourösen Auftritt der neuen Lieblinge. Farbliche und technische Abweichungen bleiben vorbehalten. Ah, okay. Inhalt: Schuhregal, 30 Einzelteile für 5 Schuhe und 470 Steckteile, 5 Schmetterlinge und 2 Pompons. Ach, da steht noch mehr. 42 Riemchen, Tüll ist dabei, Stickgarn und 250 Perlen. Ausführliche Anleitung. Boah, da ist echt sehr, sehr viel mit dabei. Was du sonst noch brauchst, eine dünne Nähnadel. Ja, die habe ich. Wenn ich meinen Schuh mit Perlen zum Beispiel besticken möchte, dann brauche ich eben noch die passende Nadel. Hier sieht man auch noch, was alles mit dabei ist. Also diese einzelnen Schuhe, die kann man dann so zusammenstecken, wie man möchte. Und dann hat man jede Menge Dekomaterial. So, ich werde das Ganze jetzt mal auspacken. Und das ist in so einem Karton wie ein Spiel, also wie ein Gesellschaftsspiel von Ravensburger. Im Moment ist noch eine Folie drum. Aber sonst kann man das dann ganz normal, ja, wie so eine Schachtel öffnen und auch wieder da reinpacken. Also hat immer eine gute Aufbewahrung dafür. Ich nehme den Deckel gerade ab und jetzt schauen wir mal, was da alles dabei ist. Was dabei ist, haben wir ja gerade schon gelesen, aber wie das Ganze aussieht, da bin ich mal sehr gespannt. Das hier gehört, glaube ich, zum Schuhregal. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz süß, so lila mit kleinen Punkten und auf der anderen Seite lila mit Streifen. Der Karton ist jetzt so eingeteilt in unterschiedliche Fächer und hier, das sind ganz viele kleine Deko-Steinchen und Herzchen. Das sieht ein bisschen aus wie Knöpfe. Und damit kann man wahrscheinlich dann die ganzen Schuhe so bestecken. Da haben wir blau. Da sehe ich auch Sterne. Dann weiß Permutt. Das ist ein bisschen glänzend. Blau ist eher durchsichtig. Dann haben wir rosa durchsichtig. Pink. Und dann nochmal ein rosa Ton, der auch so Permutt glänzend ist. Dann, was ist das denn hier alles? Ach ja, so kleine Bommel, Pompoms. Hui. In Pink und in Lila. Dann rosafarbener Faden. Richtig süße Schmetterlinge, die sind auch so Permutt weiß. 5 Stück. Dann, das sind so Papierstreifen, glaube ich. In ganz verschiedenen Farben. Vielleicht kann man damit so Riemchen an den Schuhen machen, wenn man so Sandalen oder so herstellen möchte. Gibt es auf jeden Fall in unterschiedlichen Mustern und Farben. Und auch in unterschiedlichen Größen. Also die sind etwas schmaler und diese etwas breiter. Tüll.
Füllstoff. Dann hier, das ist wahrscheinlich für unser Regal irgendwas, so Herzen. Aber das gleiche Herz war auch oben auf dem Regal drauf, habe ich gesehen. Dann Perlen, da haben wir auch so ähnliche Farben, also weiß, pink, rosa, lila und blau, alles so leicht glänzend. Ah, und das sind die ganzen Schuhe mit diesen Einzelteilen, die man zusammenstecken kann. Und wirklich ganz schön klein, also wirklich nur Dekoschuhe. Die passen, glaube ich, niemandem. Und jetzt ist hier, es gehört, glaube ich, noch zum Regal, so drei Pappböden. Ne, vier. Dann haben wir hier so zwei lilafarbene Sticker. Und, ach, das könnte eine Schublade sein. Wenn man die so zusammenfaltet, dann ist das eine Schublade. Und hier hat man jetzt eben noch eine schöne Aufbewahrung, wo man das hinterher alles wieder reinsortieren kann. Ich glaube, wir starten mal mit unserem Regal und da habe ich schon mal alles zusammengesammelt, was wir dafür brauchen. Und ich glaube, als erstes falte ich einmal unsere Schublade zusammen. Das ist ja alles schon genauso vorgeprägt und hier wie ein Puzzleteil kann man das hier reinpuzzeln. Und dann waren ja hier die lilanen Streifen dabei. Die klebt man dann hier genau drüber. Und dann nach hier unten. An der anderen Seite genauso. Jetzt sind hier noch fünf so Platten dabei. Die können jetzt hier überall eingesetzt werden. Dafür muss ich als erstes hier das rausdrücken. Das ist hier schon so vorperforiert. Da kann man jetzt eben ganz einfach so einen Regalboden einsetzen. Der erste Boden ist schon mal drin und das ist auch recht stabil. Die anderen sehen eigentlich genauso aus. Nur einer, der ist ein bisschen anders. Da sind hier noch so kleine Lücken. Und der kommt genau hier in die Mitte. Und dann werden hier seitlich noch die Herzen durchgeschoben, damit das Ganze einfach ein bisschen fester ist. Ich habe jetzt alle Regalböden drin. Und hier an den Seiten fehlen noch die Herzen. Also es war ganz einfach, die Regalböden einzusetzen. Am besten setzt man die als erstes hier hinten ein, also dass man erstmal diese Bereiche hier hinten durchsteckt und dann an den Seiten. So, hier kommt auch noch ein Herz durch. Und dann steht das auch wirklich richtig fest und hat hier die einzelnen Böden. Hier sind noch die ganzen kleinen Teile, die ich da gerade rausgedrückt habe. Und unsere Schublade, die passt jetzt genau hier unten rein. Und quietscht ein bisschen. So, dann ist also der Schuhschrank schon mal fertig. Und jetzt möchte ich natürlich auch meinen allerersten Schuh selber designen. Ich habe mal alle Teile hier erstmal in der Mitte zusammengesammelt. Man muss sich jetzt die einzelnen Teile zusammensuchen und erstmal den Schuh zusammenstecken und dann anschließend kann es mit der Dekoration losgehen. Ich werde, glaube ich, eine pinke Sohle nehmen und hier vorne das Ganze soll blau sein. Das kann man einfach hier so dran stecken, ist wirklich ganz einfach. Und ich glaube, ich werde einen Zuhenschuh machen, also der an den Seiten zu ist. Keine Sandalen, sondern ein Schuh, der so Seitenteile hat. Ja, genau. Sieht doch gut aus. Die kann man natürlich dann zusammenstecken, aber auch hinter wieder auseinandernehmen. Man kann also immer wieder neue Schuhe designen. So, dann kommt das hier. Obwohl, ich könnte ja auch nochmal eine andere Farbe, also vielleicht, sodass die Hacke jetzt hier hinten auch pink ist. Ja, genau. Coole Idee. Und den Absatz. Ich glaube, den werde ich dann auch in pink nehmen. Ja, das sieht doch sehr, sehr cool aus, finde ich.
einen Schuh zusammenzustellen, das habe ich schon mal geschafft. Den stelle ich mal einmal ins Regal, passt auch hier sehr gut rein. Und diese Teile räume ich erstmal wieder an die Seite. Da sind auch so Tüten dabei, richtig mit Verschluss. Da kann man das dann gut drin aufbewahren. Also man hat ja hier ganz verschiedene Farbtöne. Ich habe mich jetzt für Türkis und Pink entschieden, aber wir hätten auch noch verschiedene Lila-Töne oder auch noch so ein helleres Rosa. Also da sind wirklich schöne Möglichkeiten, also wirklich unendlich viele Möglichkeiten. Man könnte jetzt vielleicht noch einen anderen Absatz daran machen, an einer anderen Farbe. Oder vielleicht eine Seite in der einen Farbe und eine Seite in der anderen Farbe. Aber das spare ich mir alles für später auf. Da kann ich ja noch einige Schuhe mit designen. Vielleicht habt ihr auch coole Ideen und Wünsche und möchtet die unten in die Kommentare schreiben, was ich noch so für Schuhe designen soll. Ja, jetzt kommt es erstmal zur Deko. Da hole ich erstmal alles ran, was wir da so haben. Überall da, wo jetzt so ein kleines Loch ist, da kann ich auch irgendein kleines Accessoire reinstecken. Also die lassen sich da einfach so problemlos reinstecken. Ich nehme mir mal so ein kleines Glitzersteinchen hier in Pink und teste mal, ob man das wirklich so problemlos reinstecken kann. Ja, genau, kann man einfach reinstecken. Jetzt habe ich ja so viele Steine. Das hier ist dafür da, wenn man eben hier noch so einen Riemen drüber machen möchte, aber mein Schuh soll hier eigentlich offen bleiben. Sonst könnte man zum Beispiel hier noch so, das würde man sich dann einfach hier raustrennen, entweder von der einen Seite oder von der anderen Seite verwenden. Und hier sind so kleine Löcher, die könnte man dann eben auch mit diesen kleinen Steinen zum Beispiel hier so durchstecken. Und dann einfach irgendwo dran stecken. Kann man zum Beispiel auch so einen schrägen Riemen drüber machen. Oder eben so gerade. Wie man eben seinen Schuh so designen möchte. Aber bei meinem Schuh kommt das nicht vor. Mein erster Schuh ist jetzt fertig. Ich habe hier ganz viele kleine Glitzersteine dran gesetzt, also eine Kante und dann immer abwechselnd pink, blau und rosa. Und hier vorne dann noch ein großes Glitzerherzchen. Und hier hinten ganz, ganz viele kleine Herzen. Also 6, nicht ganz, ganz viele, aber ja, einige kleine Herzen. Ja, wie findet ihr meinen Schuh? Würdet ihr so einen Schuh tragen? Also in diesen Farben und mit diesen Glitzersteinen? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Oder vielleicht möchtet ihr reinschreiben, wie ihr euch euren Schuh gestaltet hättet. Mit welchen Designs? Ja, vielleicht hättet ihr euch noch so einen Riemen dran gesetzt, wie ich eben gezeigt habe. Hier irgendwo einen Riemen oder mehrere Riemen. Oder vielleicht auch so ein Bommel noch hier vorne. Das sähe ja auch irgendwie ganz süß aus, aber ich wollte jetzt erstmal den Schuh so ein bisschen schlichter halten. Ihr könnt ja mal unten reinschreiben, wie würde euer Lieblingsschuh aussehen, wie würdet ihr euch euren Schuh designen. Also gerne reinschreiben und sonst schaut natürlich unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal, lasst auch ein Klick auf die Glocke da, also klickt auch auf die Glocke neben dem Abonnieren-Button, um kein Video mehr von uns zu verpassen. Und ich werde jetzt hier in das süße Regal noch den Schuh reinstellen und die ganzen anderen Sachen kann man natürlich super gut hier unten drin aufbewahren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!